Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und auf diese Weise an der Aufgabe mitwirkt, die Ausnahmesituation, in der wir uns befinden und auch das, was sie über unsere Gegenwart ans Licht bringt, kritisch zu reflektieren. Und natürlich auch gegenüber denjenigen Solidarität zu zeigen, die in unserer Gesellschaft mit am stärksten betroffen sind. Donald Trump spricht bekanntlich ständig vom chinesischen Virus und ruft damit den alten rassistischen Diskurs der gelben Gefahr auf und hat auch sonst schnell die Pandemie mit Fragen von Migration und Grenzen verknüpft. This experience shows how important borders are, sagt Trump. Open borders are a direct threat to the health and well-being of all Americans. Auch Viktor Orban hat die Schuldigen an der Ausbreitung des Coronavirus schnell ausgemacht. Das sind die usual suspects, illegale Migranten, ausländische Studierende, George Soros. Aber bevor wir uns einem für Deutschland ja nicht uncharakteristischen Überlegenheitsgefühl hingeben, muss ich auch daran erinnern, dass Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, genau jener, der die Migration vor gar nicht langer Zeit als Mutter aller Probleme identifiziert hat, nun erzählt, dass Wissenschaftler ihm geraten hätten, die Polizisten statt an die Grenze doch lieber zum Einkaufen für Ältere und Kranke zu schicken, dass er ganz staatsmännisch sich aber dennoch für die Schließung der Grenzen und für rigide Kontrollen entschieden habe. Ein Einwand gegen diese Art von grassierendem Katastrophennationalismus, der die Grenzschließung neben dem Ausrufen der Ausgangssperre als ultimative Maßnahme versteht, mit der der Staat das Wohl seines Volkes oder seiner Bevölkerung schützt, könnte darauf verweisen, dass die Pandemie wortwörtlich alle betrifft, dass der Virus sich um Staatsgrenzen nicht schert und dass auch Seehofers Polizei diese Ineffektivität der Grenze nicht hätte kompensieren können. Das Subjekt der Pandemie ist schließlich nicht diese oder jene Bevölkerung, sondern die ganze Menschheit. Wir alle sind ihr gleichermaßen ausgesetzt. Die Pandemie ist insofern radikal egalitär oder demokratisch, könnte man sagen. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Die Antwort stimmt also nur halb, denn sie verschweigt, dass mit der Pandemie eine extreme Ungleichverteilung der damit einhergehenden Prekarität und Vulnerabilität verbunden sind. Diese betrifft Arbeiterinnen und Arbeiter in unterbezahlten Berufen, in Supermärkten, bei der Post, bei der Müllabfuhr, in Krankenhäusern und bei Putzdiensten, in der informellen Care-Arbeit, aber auch Obdachlose auf viel intensivere Weise als die meisten von uns. Und das gilt natürlich auch und sogar noch zugespitzt für Geflüchtete und Flüchtende. Die katastrophale Wirkung des Coronavirus zeigt sich deshalb vor allem an der Grenze und in einer durch die Grenze intensivierten Form. Das trifft insbesondere, wenn auch nicht nur, auf die EU-Außengrenzen zu, wo bekanntlich mehrere 10.000 Menschen in völlig überfüllten EU-Lagern, wie auf Lesbos zum Beispiel, unter kaum vorstellbaren hygienischen Bedingungen eingesperrt sind. So gut wie ohne medizinische Versorgung, abgeschnitten von Hilfsorganisationen, mehr oder weniger entrechtet und auch zum Schweigen verdammt. Ihnen schenkt heute kaum einer mehr irgendeine Aufmerksamkeit, auch wenn Ihre existenziell bedrohliche Situation deutlich stärker eigentlich gegeben ist, als das bei uns der Fall ist. Wer also heute angesichts der Supermarktregale um die nächste Packung Toilettenpapier besorgt ist, den will ich keineswegs kritisieren, aber man darf vielleicht schon erwarten, dass man diese eigene Wahrnehmung der existenziellen Bedrohung nochmal ins Verhältnis setzt mit der Situation, der andere ausgesetzt sind. Andere zudem, mit denen wir in einer ziemlich direkten Verbindung stehen und die in einer Situation ist, die mehr oder weniger direkt auch von Staaten wie Deutschland mit hervorgebracht worden ist. Grenzen, das europäische Grenzregime, ihre Effekte und ihre Logik sind aber nicht nur in der aktuellen Situation, sondern auch für das Verständnis unserer Gegenwart von größter Bedeutung. Sie strukturieren, wie wir die Welt wahrnehmen, wer an wessen Leben zählt, wie viel ein Leben zählt, wer an wessen Geschichte erzählt wird, wem zugehört wird, wer über wie viel Freiheit verfügt, wer welche Lebenschancen hat und noch vieles mehr. Zugleich gibt es natürlich eine extrem verbreitete Tendenz, Grenzen zu naturalisieren, sie einfach zu deproblematisieren, zu depolitisieren, sie als unhintergehbaren Teil der Wirklichkeit zu erfahren und zu präsentieren. Die Welt ist nun mal so eingerichtet, daran kann man auch nichts ändern, selbst wenn wir das vielleicht nicht in allen Hinsichten erfreulich finden. Aber natürlich sind Grenzen politische Konstruktionen, sind historisch kontingent, meist sogar ziemlich jungen Datums und eigentlich in fast allen Fällen mit einer blutigen Geschichte von Kolonialismus, Eroberung, Krieg und so weiter verbunden. In dieser Situation muss man, glaube ich, an die normative Herausforderung erinnern, dass Grenzen gar nicht so ohne weiteres gerechtfertigt werden können. Sie sind aus Gerechtigkeits-, Freiheits- und demokratietheoretischer Perspektive äußerst problematisch. Sie zementieren und generieren Ungerechtigkeiten, sie schränken
innerhalb von Staaten als grundlegend anerkannte Freiheitsrechte, wie zum Beispiel die Bewegungsfreiheit, massiv ein und sie lassen sich kaum demokratisch rechtfertigen. Wichtiger und darüber hinausgehend ist aber vielleicht für den gegenwärtigen Kontext, dass die Illegitimität des gegenwärtigen Grenzregimes überdeterminiert ist. Zum einen kommen die ganzen normativen Punkte, die ich eben schon genannt hatte, hier ins Spiel. Also das gegenwärtige Grenzregime ist besonders gut darin, könnte man sagen, Ungerechtigkeit zu generieren und zu reproduzieren und auch sozusagen abzuschotten gegen Kritik, weil sie eben naturalisiert wird, Freiheiten massiv einzuschränken. Nicht nur das Recht der Bewegungsfreiheit, sondern natürlich auch andere grundlegende Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Asyl. Außerdem ist, glaube ich, der undemokratische Charakter besonders deutlich, wenn man sich die EU-Außengrenze vor Augen führt. Zugleich ist ohne Zweifel, dass das gegenwärtige Grenzregime rechtlich extrem problematisch ist. Es verletzt das Völkerrecht auf mehreren Ebenen, nicht nur internationale Flüchtlingskonventionen, sondern eben zum Beispiel auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Das gilt nicht nur für das, was momentan in Griechenland passiert. Denken Sie an die Aussetzung des Asylrechts und eben die unmenschlichen Bedingungen, unter denen die Leute eingesperrt sind, sondern es galt schon für den EU-Türkei-Deal zum Beispiel, an dem Deutschland ja federführend beteiligt war. Humanitär ist die Illegitimität, glaube ich, noch offensichtlicher. Tausende von Toten sind der direkte Effekt des Grenzregimes. Menschen ertrinken zu Dutzenden, zu Hunderten im Mittelmeer aufgrund von Entscheidungen, die in Brüssel, Berlin und anderswo getroffen werden. Das sind alles verhinderbare und voraussehbare humanitäre Katastrophen, die nicht einfach wegretuschiert werden können. Historisch, habe ich auch schon genannt, sind historische Ungerechtigkeiten, die heute fortwirken, sozusagen wesentlich verwoben mit dem gegenwärtigen Grenzregime. Neue Formen der Ausbeutung und der Beherrschung schließen hier an historisch etablierte Formen, die für die Genese Europas eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Angesichts der Beharrlichkeit von Grenzen und der Tendenz, sie zu naturalisieren, greift eine rein normative Kritik dieser Logik und dieser Funktionsweise von Grenzen aber zu kurz. Das wäre, könnte man denken, eigentlich ein Fall für eine kritische Theorie der Grenze. Zugleich muss man aber konstatieren, dass in der kritischen Theorie, zumindest im engeren Sinn, Grenzen und auch insgesamt Fragen der Migration eigentümlich abwesend sind. Das hat sicherlich zu tun mit einem gewissen methodologischen Nationalismus, also damit, dass hier irgendwie über Gesellschaft geredet wird, als gäbe es eben Gesellschaft im Singular oder als seien alle Gesellschaften einigermaßen gleich und würden sich in einer globalen EU sozusagen wechselseitig, in einer wechselseitigen Interaktion stehen. Aber man findet fast nichts über das tatsächliche Funktionieren des Grenzregimes und seine konstitutive Bedeutung für zum Beispiel auch die gegenwärtige Funktionsweise des Kapitalismus in der kritischen Theorie. Was wären also Ansatzpunkte für eine kritische Theorie der Grenze? Meines Erachtens muss man da vor allem von den Critical Migration Studies lernen. Und daraus kann man, glaube ich, eine allgemeinere Lektion ziehen und drei vielleicht etwas konkretere Anschlusspunkte. Die allgemeine Lektion ist, dass Grenzen gerade, worauf ich ja schon hingewiesen hatte, politische Phänomene und politisch umstrittene Phänomene sind. Grenzen lassen sich nicht einfach auf Grenzen im territorialen Sinn reduzieren. Und diese lassen sich nicht einfach reduzieren auf einfache Linien, die klar definierte Territorien voneinander trennen. Ebenso wenig sind Grenzen natürliche Phänomene. Vielmehr handelt es sich um komplexe, aus vielschichtigen historischen Prozessen hervorgegangene und politisch umstrittene soziale Institutionen. Meines Erachtens ist diese Komplexität vor allem in drei Hinsichten besonders prägnant. Und diese drei Hinsichten können, glaube ich, als gute Ausgangspunkte für eine kritische Reflexion auf die Grenzen, auf die Bedeutung von Grenzen, gerade in Zeiten der Pandemie dienen. Der erste Punkt, den könnte man als die Produktivität der Grenze bezeichnen. Weit davon entfernt, bloß abgeleiteter oder sekundärer Bedeutung zu sein und zum Beispiel einfach präexistierende Einheiten wie Deutschland, Frankreich, Italien voneinander abzugrenzen oder gegeneinander abzusichern oder EU und Nicht-EU-Länder, sind Grenzen wesentlich produktiv, generativ und konstitutiv für politische Zusammenhänge, politische Gemeinschaften, das Selbstverständnis von Bürgerinnen und Bürgern und auch regionale und transnationale Einheiten wie der EU. Grenzen sind weltbildend. Sie sind konstitutiv dafür, wie wir uns zur Welt verhalten, wie wir uns selbst in der Welt positionieren und wie wir die Welt einteilen und damit auch unsere Identität in der Welt selbst ausbilden, samt der damit zusammenhängenden imaginären
Projektionen. Die Produktivität der Grenze wird auf jeden Fall unterschätzt, wenn man die Grenze nur auf ihre negative, freiheitseinschränkende und exkludierende Wirkung reduziert. Natürlich ist die von zentraler Bedeutung, das hatten wir schon gesehen, aber die Grenze geht eben in ihrer Bedeutung weit darüber hinaus. Ganze Kategorien, die heute als vollkommen selbstverständlich gelten, wie Asylbewerber, Flüchtling, Migrant, Expat und so weiter und die damit einhergehenden Formen von Mobilität und Immobilität, gibt es natürlich nur als Effekt dieser historisch sich wandelnden Grenzregime. Es sind keine natürlichen Kategorien von Menschen, sondern Social Kinds, die nur natürlich erscheinen oder manche natürlich erscheinen, obwohl sie direkter Ausschluss von auch natürlich manchmal langfristigen politischen Entwicklungen, Entscheidungsprozessen, Praktiken und Institutionen sind. Das gilt natürlich auch für Flüchtlingslager, Hunderte und Tausende von Toten und die Art und Weise, wie dieses konkrete Grenzregime, das wir heute in der EU haben, funktioniert. Wir sind da keine passiven Bystander, sondern direkt impliziert und involviert. Das zweite Merkmal ist die Diffusion von Grenzen. Grenzen finden sich heute nicht mehr nur an der Grenze, also am Rand des Staatsgebiets, sie sind diffundiert und ubiquitär geworden. Diese Proliferation und Diffusion von Grenzen erfolgt in zwei Richtungen. Zum einen ins Innere politischer Gemeinschaften. Das zeigt sich daran, dass Grenzkontrollen im Prinzip überall stattfinden können, dass Grenzen immer häufiger zu ausgedehnten Grenzzonen werden. Die Grenze begleitet natürlich vor allem jene, die als Flüchtlinge zum Beispiel oder als unerwünscht und illegal deklarierte Menschen sich auf dem Territorium bewegen. Die passieren die Grenze nicht einfach mit dem Grenzübertritt, sondern die Grenze begleitet sie wie ein Schatten, der permanent auch ihre Bewegungsfreiheit präformiert und eingrenzt. Zum anderen diffundieren Grenzen aber auch nach außen, vor allem in unserem Fall relevant, in Form des Ausgreifens der EU-Grenzpolitik nicht nur auf das Mittelmeer, sondern auch wo auch fundamentale Regeln des internationalen Seerechts außer Geltung gesetzt werden, sondern eben auch auf das Territorium nordafrikanischer und anderer Staaten, die durch die EU quasi mit dem schmutzigen Geschäft beauftragt werden, Menschen überhaupt nicht in die Lage kommen zu lassen, dass sie einen Asylantrag zum Beispiel stellen können. Die EU versucht da ihre Hände in Unschuld zu waschen, ist aber natürlich der direkte Auftraggeber und damit auch verantwortlich für diese Art von Diffusion. Auf diese Weise entstehen das, was Sandro Mezzada zum Beispiel Border Spaces und Borderscapes genannt hat, die sich ablösen von der Außengrenze mit Zöllner Schlagbaum Grenzzaun, auch wenn es die natürlich weiterhin und nun sogar vermehrt wieder gibt, zum Teil natürlich auch in digitalisierter Form. Das dritte Merkmal des gegenwärtigen Grenzregimes ist das, was man differenzielle Inklusion bezeichnen kann. Es ist zu einfach, die Funktion von Grenzen in der Exklusion von Nichtbürgern und Migranten und in der Inklusion von Bürgern und Gästen zu sehen. Grenzen sind immer porös und das muss und auch keineswegs als Zeichen ihrer Dysfunktionalität verstanden werden. Es ist gerade Merkmal ihres Funktionierens, vor allem in einer Situation, in der auch innerhalb der sogenannten Festung Europas nationale Ökonomien in verschiedenen Sektoren wie Landwirtschaft, Baugewerbe oder wie wir jetzt gerade besonders sehen, in der Pflege und auch in der, also in Krankenhäusern, aber auch in der Pflege zu Hause, von der steten Zufuhr von Arbeitskräften auch in Form irregulärer und irregularisierter Migration abhängig sind. Dieses Funktionieren liegt damit jenseits der einfachen Gegenüberstellung von Inklusion und Exklusion in der Ermöglichung von Formen der differenziellen Inklusion bzw. der Selektion. Da Grenzen zudem eine zentrale Rolle spielen für die Konstitution politischer Identitäten, ist auch die Grenzpolitik insgesamt sowieso nie allein nach außen gerichtet, obwohl sie meistens in dieser Form präsentiert wird, sondern immer auch in manchen Hinsichten, auch da kann man gut wieder an Trump denken, vielleicht sogar primär nach innen gerichtet als symbolische und imaginäre Kommunikation an die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Teil eines Grenzspektakels, wie das auch genannt wird, das den Bürgerinnen und Bürgern signalisieren soll, dass Staat und Regierung alles unter Kontrolle haben, natürlich gerade in Zeiten einer weit verbreiteten Krisenwahrnehmung. Eine Grenze, so kann man daraus schließen, ist nie nur eine Grenze. Das Grenzregime besteht nicht einfach aus Linien zwischen klar abgrenzbaren Territorialstaaten. Und das gilt vor allem dann, wenn wir Grenzen im Zusammenspiel mit Ausnahmesituationen wie eben der Pandemie betrachten, die, wie wir gesehen haben, ebenfalls nicht einfach die rasante und globale Verbreitung eines Virus meint, sondern nur im Zusammenspiel mit dem Grenzregime genau die Gestalt
annimmt, die sie annimmt. Beides sind also sozusagen in einer Art von Kodetermination nur in ihrer wechselseitigen Interaktion verständliche Phänomene. Die Grenze als Feld von Kämpfen, als Ort des Konflikts und der Kontestation und auch der Aushandlung ist deshalb der eigentliche Fokus, auf den sich eine kritische Theorie der Grenze einlassen sollte, den wir nicht aus dem Blick verlieren sollten. Dabei kann helfen, dass Flüchtende und Migranten selbst ja auch keine schweigenden Opfer einfach nur sind, sondern eine Stimme haben, sich in bestimmten Praktiken und Diskursen engagieren. Migration ist selbst eine Art von sozialer und politischer Bewegung. Migranten und Migrantinnen selbst stellen als politische Akteure die Legitimität von Grenzen in Frage und konfrontieren politische Gemeinschaften mit der Frage, welchen Preis sie eigentlich dafür zu zahlen bereit sind, dass sie am Phantasma der sicheren Grenzen festhalten. Wie ernst wir es eigentlich meinen mit den Appellen an Solidarität, die auch jetzt wieder sehr oft ertönen, ohne dass sich daraus irgendwas zu ergeben scheint für die Situation der vielleicht am meisten Betroffenen von dieser Pandemie. Damit wenden sich Migrantinnen selbst gegen die weit verbreitete und immer wieder auch von oben herab verkündete Sichtweise, seien entweder sozusagen eine kriminelle oder gar terroristische Gefahr, die es abzuwehren gelte, oder Teil eines zu regulierenden Stroms oder einer umzuleitenden Flut oder eben bestenfalls Opfer, denen wir helfen müssen. Natürlich nur im Rahmen des Möglichen und des politischen Vertretbaren. Und dieser Rahmen wird natürlich gerade auch wieder in der Krise immer enger gefasst. Letztlich konfrontiert uns die gegenwärtige Situation verschärft, glaube ich, aufgrund des Zusammenspiels von Grenzen und Pandemie, also noch schärfer als sonst schon, mit einer Wahl. Damit, dass wir uns positionieren müssen, so oder so. Auf der einen Seite steht die Gefahr, dass die reichen Staaten Europas und Nordamerikas sich darauf beschränken, sich selbst zu retten, dass sie die Grenzen dicht machen, und zwar mit Unterstützung der Bevölkerung, die sozusagen in einer Art des sozialdarwinistischen Kampfes aller gegen alle zurückführt. Darauf weisen zum Beispiel auch nicht nur die von Trump und Orban schon genannten Äußerungen hin, sondern eben auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyens Rede vom Schild Europas, mit dem es sozusagen die Bedrohung von außen abzuwehren gelte. Das ist, glaube ich, das sozusagen schlimmste Szenario, das man sich in dieser Situation vorstellen kann. Auf der anderen Seite steht die Ablehnung genau dieses Rückfalls in einen sozialdarwinistischen Kampf aller gegen alle, in der der Katastrophennationalismus, ob nun auf einzelstaatlicher oder EU-Ebene, sozusagen die Regie übernimmt. Dagegen steht die Chance, dass die Bloßstellung des Grenzfetischismus durch die Pandemie vielleicht auch die Möglichkeit eröffnet, tatsächlich nach einer globalen Antwort auf die globale Krise zu suchen. Eine globale Antwort, die natürlich nur auf der Basis einer echten transnationalen Form der Solidarität möglich wäre, die die Herausforderung, die die Pandemie darstellt, und die Herausforderung, die sich aus der gegenwärtigen Funktionsweise des Grenzregimes ergeben, endlich zusammendenkt und versucht, darauf eine politisch progressive Antwort zu finden. Vielen Dank.